Ja, moin, liebe Zuschauer. In der heutigen Sendung geht es um die heimlichen Weltmarktführer aus Deutschland, den sogenannten Hidden Champions. Ja, Hidden Champions sind international sehr erfolgreiche Unternehmen, überwiegend im Privatbesitz, die in ihren ja, spezifischen Nischen meist sogar Weltmarktführer sind, aber dabei einer breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Doch nicht alle Hidden Champions befinden sich ausschließlich im Privatbesitz. Und das ist gut so, denn einige wenige dieser heimlichen Markt-, wenn nicht sogar Weltmarktführer, sind auch an der Börse notiert. Und in Deutschland befinden sich knapp 100 dieser sogenannten Hidden Champions an der Börse, wo wir als Anleger ein Auge drauf werfen sollten. Aber häufig halten die Gründer oder deren Familien immer noch einen Großteil des Unternehmenskapitals, sind also in diesen Gesellschaften weiterhin eng mit den Unternehmen verflochten. Deswegen sind die Unternehmen in der Regel in der Kommunikation nach außen an die freien Aktionäre meistens sehr wortkarg, wenn es um die operative Entwicklung geht. Wir als Aktionäre erhalten meistens nicht so ganz die Transparenz, wie man sie sich wünscht. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, bei diesen, ja, Unternehmen, bei diesen Markt- oder Weltmarktführern, bei diesen geheimen Gewinneraktien wirklich herauszufiltern, welches Unternehmen ist denn jetzt wirklich auf einem extrem positiven Weg? Wo sieht die Zukunft relativ rosig aus? Wo könnten aber auch irgendwelche Baustellen im Moment auftauchen, Stolpersteine oder ja, Stöcke, die zwischen die Beine gesteckt werden und das Unternehmen jetzt, ich sag mal, so ein bisschen zu Fall bringen könnten. Und gerade das macht diese Hidden Champions extrem spannend und deswegen sollten Anleger sich etwas genauer mit diesen Unternehmen doch auseinandersetzen. Viele dieser Hidden Champions sind den meisten Anlegern eigentlich in Deutschland kaum bekannt. Und wenn doch, verbinden sie meistens keine börsennotierte Gesellschaft mit ihnen. Und das ist ein, in meinen Augen, fataler Fehler, den ich hier heute in dieser Sendung zumindest zum Teil beheben möchte. Denn warum sind diese Unternehmen für Anleger besonders interessant? Das ist relativ einfach, denn mittelständische Unternehmen in Europa haben in den letzten 20 Jahren die Krisen, die wir erlebt haben, deutlich besser durchgestanden, sind deutlich besser aus diesen Krisen herausgekommen als die meisten sogenannten Standardaktien, diese großen Unternehmen, die Blue-Chip-Werte, die ja Schlachtschiffe am Börsenmarkt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und Schlachtschiff ist vielleicht auch der richtige Begriff. Ich kann es einfach mal vergleichen mit Gegebenheiten auf hoher See. Wenn ich ein Schlachtschiff, ein Tanker oder ein großes Kreuzfahrtschiff habe, wenn ich hier den Kurs des Tankers, des Schiffes verändern möchte, dann tut es das etwas schwerfällig. Es dauert, bis es die Richtung ändert. Wenn die See ein bisschen unruhiger ist und ich da rausfahren möchte, das dauert alles. Während kleine Schiffe doch deutlich agiler und wendiger sind. Und gerade wenn die raue See weggeht und das Meer wieder spiegelglatt wird, dann komme ich mit diesen kleineren Booten schneller dahin, wo ich hinkommen möchte aus dieser unruhigen See. In der heutigen Sendung möchte ich euch drei Hidden Champions aus Deutschland vorstellen. Eins vorweg, ich bin bei diesen Unternehmen selber investiert. Ich habe hier also einen Interessenskonflikt, dass ich euch hier diese Unternehmen heute vorstelle. Das muss ich hier eindeutig ganz klar vorweg mit sagen. Mögt ihr bitte alle mit beachten bei euren Entscheidungen, die ihr eigenständig betreibt. Ich bitte euch darum, macht eure eigene Due Diligence, untersucht diese Unternehmen, die Bilanzen, Geschäftsberichte. Selber ganz, ganz genau das, was ich hier machen kann, ist euch ein Anreißer zu geben, Appetit auf diese Hidden Champions zu machen und alles andere müsst ihr dann schon selber machen. Und darüber hinaus kann ich in der heutigen Sendung hier nicht so detailliert die Unternehmen vorstellen und wirklich in die kleinsten Details gehen.
Deswegen habe ich einen kostenlosen Report erstellt über die Hidden Champions, den ich einmal hier unten drunter unter diesem Video in der Videobeschreibung verlinke, beziehungsweise da ist ein Link hinterlegt. Wenn ihr da draufklickt, müsst ihr einmal eure E-Mail-Adresse eintragen und bekommt dann postwendend in eure E-Mail-Inbox den Report absolut kostenlos zugeschickt. Das ist ganz wichtig, denn ansonsten wird hier die Zeit in diesem Video doch deutlich gesprengt. In meinen Augen nochmal ganz wichtig, also bitte beachtet das alles auch bei eurer persönlichen Anlageentscheidung. Und ich bin der Meinung, dass Hidden Champions in jedes gut sortierte Depot hineingehören, vor allem, weil sie anders korrelieren mit den Gesamtmärkten und man hier dann doch schon die Risiken in einem breit gestreuten Depot deutlich anders abfedern kann. Ich glaube, dass diese drei Werte, die ich euch hier heute mitgebracht habe, in den nächsten Monaten und auch Jahren, ja, eine deutlich starke Kursperformance generieren können. Kommen wir zu Nummer 1, die TAKKT AG. Die TAKKT ist Europas Marktführer im B2B-Versandhandel für Geschäftsausstattung in Deutschland, Europa und darüber hinaus auch in Teilen der USA. Die Gruppe ist in mehr als 25 Ländern mit über 2.500 Mitarbeitern vertreten und hat mehr als 1 Million Produkte an über 70 Standorten weltweit im Vertrieb. Das Unternehmen wurde 1945 bereits gegründet und hat seinen Sitz in Baden-Württemberg in Stuttgart und ist eine Tochtergesellschaft der Franz Hanel und Zie GmbH. Der Name wird den einen oder anderen was sagen. Das Unternehmen besticht mit einer extrem hohen Eigenkapitalquote bei einem enormen Cashflow. Und im Jahr 2023 soll das EBITDA nach neuesten Prognosen des Unternehmens zwischen 120 bis 130 Millionen Euro betragen. Bei der Größenordnung der ausstehenden Aktien oder ausgegebenen Aktien bedeutet das ein EBITDA je Aktie zwischen 1,82 bis fast 2 Euro, 1,98 genauer gesagt, wäre bei dem aktuellen Aktienkurs von um die 14 Euro eine ja sehr interessante Einkaufschance auf dem aktuellen Niveau. So sieht es auch das Unternehmen selber, denn das Unternehmen kauft zu diesen derzeitigen Marktkursen im Rahmen eines aufgelegten Aktienrückkaufprogramms aktiv zu den aktuellen Marktkursen eigene Aktien am Markt, an der Börse zurück, da man das Unternehmen selber als unterbewertet ansieht. Fangen wir nun an mit Unternehmen Nummer 2, die KSB SE und Co. KG auf Aktien. Die fertigt und vertreibt natürlich dann auch weltweit Pumpen, Armaturen und zugehörige Systeme und ist hierbei der drittgrößte Pumpenhersteller der Welt in einem 46 Milliarden US-Dollar schweren Marktsegment. Das müssen wir mal vor Augen halten. KSB gehört zu den drittgrößten Gesellschaften weltweit in einem 46 Milliarden US-Dollar schweren Marktsegment. Und dieses Marktsegment soll in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Die Nachfrage in diesem Segment ist weltweit gesehen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Und das ist auch der große Vorteil von KSB. Ein breites Produktportfolio sowie die geografische Ausrichtung bietet Investoren in meinen Augen eine breite Risikostreuung. Man ist also hier nicht nur auf ein Marktsegment, auf einen speziellen Pumpentyp oder auf eine geografische Ausrichtung fokussiert, sondern man ist weltweit aktiv. Man hat in viele Bereiche, in denen man aktiv ist. Und als Investor ist das natürlich super, dass man so breit gestreut aktiv ist. Dazu besticht das Unternehmen in einem stetig steigenden Umsatz- und Gewinnwachstum nebst steigenden Dividendenausschüttungen. Und es ist so, dass das Unternehmen ja bis Anfang diesen Jahres extrem wortkarg war. Man hat sich kaum auf Investorenkonferenzen blicken lassen. Die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt war sehr, sehr gering. Das liegt daran, dass das Aktienkapital in Stamm- und Vorzugsaktien aufgeteilt ist. Die Stammaktien befinden sich überwiegend in Händen der Gründer. Es gibt da nur einen ganz, ganz geringen Free Flow. Die Handelsliquidität an der Börse ist also sehr, sehr gering.
Und dann gibt es die Vorzugsaktien, die natürlich dann für die freien Investoren lukrativer sind. Es gibt eine etwas höhere Dividende. Man hat allerdings keine Mitspracherechte auf der Hauptversammlung. Ja, das Unternehmen ist unter anderem auch im Energiesektor mit den Pumpen tätig und gerade im Energiesektor geht kein Weg an den Pumpen von KSB vorbei, denn hier ist man unangefochtener Marktführer und insgesamt über alle Segmente hinweg sind die Orderbücher mit Aufträgen im Auftragsvolumen von über 850 Millionen Euro, die in diesem Jahr reingeflossen sind, ja mehr als prall gefüllt. Bei einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro könnte der Gewinn je Aktie ungefähr bei 60 Euro in diesem Jahr liegen. Hier wieder Obacht, Stammaktien und Vorzugsaktien. Die Vorzugsaktie notiert derzeit beim Kurs von knapp unter 600 Euro und bei einem Gewinn von rund 60 Euro sehe ich hier ein ja, sehr interessantes Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Wachstumssektor für einen Marktführer, der selbst in einem Jahr wie 2023 ja ordentliche Aufträge generiert. Kommen wir nun zum dritten Unternehmen. Das dritte Unternehmen ist kein Weltmarktführer, ist aber ein Marktführer und auch wirklich ein Hidden Champion, weil hier ein Privataktionär über 50% der Anteile weiterhin in seinen eigenen Händen hält, der Gründer nämlich. Das ist die Bijou Brigitte Modische Accessoires Aktiengesellschaft. Die produziert, importiert und vertreibt Modeschmuck, Gold, Silberschmuck und die modischen Accessoires. Ich glaube, dieses Unternehmen wird den meisten von Ihnen etwas sagen. Der eine oder andere wird ein Geschäft in Citylage oder in einem Einkaufszentrum bereits gesehen haben. Mal prall gefüllt, mal ein bisschen leerer, je nach Uhrzeit. Denn der Kundenstamm oder der Kundenkreis bei Bijou Brigitte ist auch überwiegend im jüngeren Alter wiederzufinden. Bei dieser Aktie haben wir eine Besonderheit. Diese Aktie hat über 200% Kursgewinn in den letzten 18 Monaten generiert, bevor es nach einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5 Euro bei einem Aktienkurs von unter 60 Euro dann doch jetzt ja, etwas stärker konsolidiert, korrigiert hat. Viele Aktionäre haben mal Gewinne mitgenommen, was auch relativ gut ist. Des Weiteren haben die Unternehmenszahlen aus dem ersten Quartal und zweiten Quartal dann doch die Anleger ein bisschen verschreckt, weil das Unternehmen, hier kommen wir wieder dazu, Unternehmenskommunikation, Transparenz, die Zahlen so kommuniziert hat, dass viele Fragezeichen offen geblieben sind. Und dann haben Investoren lieber die Gewinne mitgenommen, anstatt da weiter auszuharren und ja, bei dieser Kommunikation dann zu verharren, beziehungsweise dann sich noch stärker mit dem Unternehmen beschäftigen zu müssen. Die Zahlen, die veröffentlicht worden sind für das erste und zweite Quartal diesen Jahres, waren nämlich leicht unter den Erwartungen der Investoren. Und da kam schon die Frage auf, ob das Unternehmen denn die Prognose für dieses Jahr überhaupt erreichen kann. Diese Prognose sieht ganz ordentlich aus. Und ja, diese Frage war lange Zeit unbeantwortet. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass das Unternehmen Stand vor knapp 5, 6 Wochen, als die Halbjahreszahlen veröffentlicht worden sind, die Prognose diesen Jahres ja weiterhin Bestand hat und auch davon nicht abrücken wird. Jetzt wollen wir mal schauen, das dritte Quartal und das vierte Quartal sind in der Regel immer die Treiber für den Umsatz, aber auch für den Gewinn des Unternehmens, ob nach Ablauf des dritten Quartals diese Prognose weiterhin Bestand haben wird oder ob das Unternehmen anpassen muss. Aktuell ist die Prognose auch noch aktiv und das bedeutet, dass wir hier eventuell einen Gewinn je Aktie in Höhe von rund 4 Euro generieren könnten. Die Aktie notiert im Moment bei knapp 35 Euro, 4 Euro je Aktie ungefähr Gewinn. Jetzt kommt es aber noch oben drauf, das Unternehmen sitzt auf einem Berg an liquiden Mitteln, die im Moment in Staatsanleihen geparkt sind, in Höhe von rund 20 Euro je Aktie. Das heißt, wir haben einen Cashpolster von knapp 20 Euro je Aktie plus einen eventuellen Gewinn von 4 Euro je Aktie. Und das macht doch das Unternehmen oder die Aktie im Moment bei Kursen von um die 35 Euro doch sehr attraktiv, solange das natürlich so in Klammern gesetzt die Prognose weiterhin Bestand haben wird. In wenigen Wochen werden wir hier ganz genau schlauer sein, wenn wir die Quartalszahlen für das dritte abgelaufene Quartal dann sehen werden.
Die Gemengelage, nachdem das Unternehmen einen starken Kurszuwachs hatte, jetzt konsolidiert hat, könnte eigentlich für den privaten Anleger nicht schöner sein, als es im Moment ist. Wie gesagt, bei den Kursen von um die 35 Euro ist das Unternehmen relativ attraktiv bewertet. Ja, das sind jetzt die drei Hidden Champions, die ich euch heute in dieser Sendung hier mitgebracht habe. Wie vorhin erwähnt, natürlich alles deutlich ausführlicher, informativer, mit vielen Details und auch nochmal bei bestimmten Zahlen nochmal zum Nachlesen und zum Nachrechnen alles in meinem Report verpackt. Ihr müsst nichts weiter tun, als einfach mal eben hier unter dem Video in den Link klicken, eure E-Mail-Adresse eintragen und bekommt dann automatisiert meinen Report mit den drei Hidden Champions kostenlos in eure E-Mail-Inbox zugesandt. Wünsche euch viel Erfolg an der Börse, toi, 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 und zukünftig mit den Hidden Champions viel Erfolg.